Gott zum Gruß! Ich bin Bruder Andreas und gehöre dem Franziskanerorden an. Unser Orden wurde vom heiligen Franz von Assisi gegründet. Wir sind ein Bettelorden und unterstützen mit dem, was wir betteln, die armen Leute. Deshalb liegt unser Kloster auch hier am Rande der Stadt, an der Stadtmauer, im Arme-Leute-Viertel. Ganz schlicht haben wir deshalb auch unser Kloster und die Kirche Anno Domini 1246 errichten lassen. Kein Kirchturm findet sich. Wir gehen jetzt zum Südhof. Beachten Sie bitte auf dem Weg die Gartenanlagen und den Teich an der Stadtmauer. Die andere Gruppe wartet noch. Jetzt ist Kylo. Ja. Wir passen uns nicht alle in die Räume rein. Ja. Und so geht ein. Ich bin der letzte Mensch in diesem Kloster. Der Rat der Stadt hat viele meiner Brüder vergeben. Wir und wenige andere sind ein Bleiberecht bis zu unserem Tode eingeräumt worden. Ich versorge mich mit dem Wasser aus dieses Grund, aber ich trinke nicht nur Wasser. Oft spiele ich mein Kummer mit dem Wein herunter, den ich dort an der Stadtmauer anbaue. Vor allem stören mich diese Schüler mit ihrem Lärm. Der Rat der Stadt hat nämlich in diesem Gebäude einen evangelischen Latein zu einrichten. Doch dazu wird der Schulmeister Theodor Papisius gleich mehr sagen. Salvete Hospites, Theodor Fabricius Numino, Vos Franciseum Visitare Gaudio. Ich setze meine Rede nun auf Deutsch fort. Obwohl in meiner Zeit in wissenschaftlichen Kreisen das Lateinische bevorzugt wurde. Ich heiße Theodor Fabricius und habe die erste Schulordnung an dieser Schule verfasst. Nach der Reformation wurden nämlich die Mönche aus dem Kloster vertrieben und auf Anraten Martin Luthers wurde eine evangelische Lateinschule eingerichtet, die 1532 in dieses Gebäude zog. Bei der Abfassung meiner Schulregeln hat mich der Reformator Philipp Melanchthon beeinflusst. Man kann sagen, dass Latein und Religion die Hauptfächer an dieser Schule sind. Es wird aber auch musiziert. An dieser Schule herrscht strenge Disziplin. Wer etwa unpassend schwatzt, und das auch noch auf Deutsch und nicht auf Latein, der wird mit der Rute bestraft. Liebe Gäste, gleich werden Sie Zeugen von einem Gespräch unseres Fürsten Wolfgang von Anhalt mit seiner Mutter Margarete von Schwarzburg, die dem jungen Fürsten stets getreu zur Seite stand und von der es heißt, dass sie ihrem Sohn Wolfgang von Jugend an zu allen guten Anleitungen zum Beispiel gegeben habe. Fürst Wolfgang war ein persönlicher Freund von Martin Luthers und er hat die protestantische Sache im Anhaltischen entscheidend vorangetragen. In unserer Schulaula hängt sein Gemälde. In der Kirche St. Bartholomei befindet sich ein großes Weihe-Gedächtnisbild, gemalt von Lukas Granach dem Jüngeren. Der Fürst starb am 23. März 1766 und wurde in der St. Bartholomei-Kirche zu Zerbst beigesetzt. Gestatten, dass ich mich vorstelle. Das auf dem Bild bin ich, hochbetagt und nicht mehr geweise. Doch nun stehe ich vor Ihnen, als der Mann in den besten Jahren, und bekleide schon seit langer Zeit das Amt meines längst verstorbenen Vaters. Stellen Sie sich das einmal vor. Mit 16 wurde ich Fürst von Anhalt-Zerbst. Und wenn ich mich dessen einmal besinne, was mich auf diesem Wege bis zum heutigen alles begleitete, nun, freilich war ich dabei gezwungen, meine heiß geliebten Turnierkämpfe, die ich zugegebenermaßen meist gewann, aufzugeben und mich stattdessen großen Aufgaben und Pflichten zuzuwenden. Doch gibt es auch einige Freude meines fürstlichen Daseins. Ich als Liebhaber der Kunst komme dabei sehr wohl auf meine Kosten. Ach, Wolfgang, das waren nicht nur heiß geliebte Turnierkämpfe. Die Chroniken wissen von deinen tapferen Zweikämpfen ja manches zu berichten.
So, von unserer Reichstage 1521, wo du mit Herzog Heinrich von Braunschweig ein so scharfes Rennen ausgetragen hast. Blut überströmt Rosse und Reiter, allen Anwesenden blieb vor Schreck das Herz stehen. Noch schlimmer, dein Auftreten bei der Hochzeit deiner Schwester mit dem sächsischen Kurfürsten 1513. Allein hast du 7 Ritter aus dem Sattel geschlagen und bist selber nur 3-mal zu Fall gekommen. Ein Spektakel, von dem man noch heute gern redet. Verehrte Mutter, ich weiß, dass meine Kampflust euch auf Kummer bereitet. Doch habe ich dies wohl für meinen hochgeschätzten Vater geehrt, der sich in mehreren Kriegszügen unter Kaiser Friedrich III. Ausgezeichnet hat. Du warst sehr stolz, dass es mir oft erzählt. Da hast du wohl recht. Aber kommen wir nun zum wirklich Nennenswerten. Denn dein Verdienst besteht ja in erster Linie darin, die Reformation in den anhaltischen Landen gefördert zu haben. Ja, der ehrenwerte Martin Luther zählt zu meinen Freunden. Die 95 Sätze, die er an die Kirchentür schlug, sind wahrhaftig ein Notschrei aus der Tiefe des wiedererwachten deutschen Stilismus, der da weit hinausschreit. Hinaushalt in alle Lande. Das hat mich überzeugt. Und allergrößte Bewunderung kriegte ich für Martin Luther, als er auf dem Reichstag am Morgen seine Schriften verteidigte. Ich war an diesem Tage in der glänzenden Fürstenversammlung Aug- und Ohrenzeuge des kühnen Auftretens Martin Luthers. Und schon 4 Jahre später hatten wir einen lutherischen Prediger an unserer Nikolaikirche selbst. Viel Ärger und Streit hat es deshalb gegeben. Vor allem mit unserem Dessauer. Dein Vetter, Fürst Johann von Dessau, hat uns deswegen auf dem Reichstag zu Augsburg verklagt. Verehrte Mutter, zeige ich mir nachtragen. Augsburg sorgt ja immerhin dafür, dass mein Vetter Johann und seine Brüder Georg und Joachim den Lutherlehren näher brachten. Inzwischen schreitet die Reformation voran. Das stimmt. Und weißt du, worauf ich mich jetzt freue? Ich denke, ich weiß es genau. Du sagst es selbst. Auf die lutherische oder auf die deutsche Predigt. Und vielleicht singen wir auch wieder ein Lied, das Luther gedichtet hat. Die Reformation hat gesiegt, doch von meinen schwersten Taten haben die liebe Gäste heute nichts erfahren. Denn ganz so einfach verlief das Voranbringen der lutherischen Lehre in meinem Lande doch nicht. Meine verehrte Mutter Margarete, die mich stets in allen Fragen gut beraten und unterstützt hat, ist im Jahre 1739 verstorben und musste die verlorene Schlacht im Schmalkaldischen Krieg, in dessen ihr aller Besitz genommen wurde, nicht mehr miterleben. Doch heute wird Reformation gefeiert und nun ein Wort an Sie gerichtet, denn heute werde sogar ich geehrt, mit einem Fürst Wolfgang Jahr. Mein Name ist Gregor Bersmann. Ich bin der erste Direktor des Gymnasiums in Lustre. In diesem Gebäude befindet sich nämlich seit 1582 auch eine Landesuniversität. Der Fürst Joachim Ernst wollte nämlich nicht, dass seine Landeskinder an der Universität in Wittenberg studieren und gründete deshalb in Zerbst seine eigene Hochschule. Meine Wohnung befindet sich in diesem Westflügel und auch die Vorlesungen werden hier abgehalten. Wohl oder übel muss ich mich auch mit diesen Studenten der Bühne nicht nur aus Anhalt, sondern aus allen Herrenländern, etwa Schlesien, Franken, Frankreich, England und Böhmen. Viel lieber betätige ich allerdings wissenschaftlich und liebe Werke meiner Lieblingsautoren Ovid und Cicero aus. Diese Wandmalereien dort hinten sind mir allerdings fremd. Sie stammen aus einer späteren Zeit. Diese Gemälde stammen aus der Frühromantik und sind erst in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts wiederentdeckt worden. Sie sehen jetzt ein kleines Theaterstück, in dem folgende Personen auftreten. Fürst Franz von Anhalt-Dessau, der unsere Schule im Jahre 1803 wieder begründete. Seine Gattin Luise, Herzog Karl August von Weimar, ein guter Freund, und Elise von der Recke, eine Bekannte, die mit Fürst Franz die Schule entdeckte. Und bitte entschuldigen Sie, dass Fürst Franz abhieß, der das Wort nicht erfahren ist. Ja, vorhin war er noch Goethe. Lieber Freund, beklagenswert der Zustand meiner Untertanen. 7 Jahre Krieg führten dazu, dass Verwahrlosung und Verwilderung allerorts die Bande des geselligen Lebens auflösen. Ich bin bestürzt, wie Unwissenheit und Rohheit einhergehen mit unsinnigen
Aberglaube in die Häuser und Herzen meiner geliebten Untertanen einzukehren. Dem muss ein Ende bereitet werden. Fluchen, schwören, lästern, toben, Trunkzucht, Zügellosigkeit. Ich bin entsetzt. So entsetzt, dass ich beschlossen habe, mich persönlich um sittlich-geistige Bildung meiner Untertanen zu kümmern. Es ist meine Pflicht, für den ganzen Menschen, für die Entwicklung der menschlichen Natur, Wirkung und Beschäftigung menschlicher Kräfte und Fähigkeiten Sorge zu tragen. Das, glaube ich, kann durch ein entsprechendes Schulwesen erreichen. Ihr, mein Freund, seid einer der schönsten Seelen, die ich kenne. Aus euch sprechen wohlwollende Treuherzigkeit und wahre Menschenliebe. Aber so kenne ich euch schon seit vielen Jahren und ich weiß, ihr habt bereits eine Lösung für das Bildungsproblem eurer geliebten Untertanen gedacht. Wenn ich ehrlich bin, ja. Benötige ich noch einige Männer klugen, klaren Geistes mit Visionen und Konzepten, die werden sich finden lassen. Mein lieber Franz, du selbst hast bereits einen Schulplan erdacht. Und wir sprachen erst vor kurzem darüber, wie wir bei uns wollen, dass wir die Schule sein, in christlich-religiöse Elemente sie durchbringen und erleben, um die im Schul zu erreichen. Menschenfreundliche Erziehung muss also ein Auge und ein System. Doch denke ich die ganze Zeit darüber nach, wie es gelingen kann, aus jedem einen Menschenfreund zu machen. Wenn einem jeden freundliche und menschliche Behandlung zuteil wird, wie kann er anders als selbst einmal Menschenfreund zu werden? Lieber Fünf, nun mische ich mich ein und bitte um Verzeihung. Dieses Vorhaben ist so ehrenwert und fortschrittlich zugleich. Doch es bedarf ganz neuer Methoden des Lebens des Lernens. Das ist mir bewusst, liebe Freunde. Und ich sprach schon längst mit einem interessanten Mann namens Bardo. Bei unserem Zusammentreffen war mir etwas unheimlich zumute. Ich glaube, nicht alles, was er im Sinne hat, kann gelingen. Aber ich gestehe, dass ich seinen Eifer für die allgemeine Menschenwürde teile. So werdet ihr nun angefangen, Schulen zu bauen und zu bilden. Dann müssten gute Direktoren gefunden und eingesetzt werden. Keine Interessen dafür. Geld ist auch angelegt. Das meine ich auch. Ich sehe schon, mein Freund, euer Tatendrang ist mal wieder nicht zu bremsen. Das wäre ja auch schlimm. Und Kieser, mein Freund. Mein Fürst, ich weiß, es wird viele gute Schulen geben. Franz-Schulen. Hallo? Können mich alle hören, alle sehen? Jo, sehr gut. Du musst jetzt drin bleiben. Also dann, guten Tag, liebe Gäste. Ich bin Direktor Gottlieb Stier. Seit 1868 leite ich das Franziseum. Obwohl Fürst Franz schon viele Baumaßnahmen unternommen hat, bin für mich noch eine Menge zu tun. Diese Aula verdergut. Und wir würden uns jetzt im Adonatsgrübau befinden. Er trägt seinen Namen nach den Alumnen, den Zöglingen, die hier in Internatszimmern gewohnt haben und untergebracht waren. Der Korridor ist insgesamt 50 Meter lang und er verfügt über eine ausgezeichnete Akustik, die Sie vielleicht beim Rausgehen dann noch ausprobieren könnten. Ein Studienrat, Lehrer am Franziseum, diskutiert im Jahre 1904 mit seiner lieben Ehefrau über Schulstrafen. Lassen Sie sich überraschen. Liebste Lore, was amüsierst du dich denn? Auf meinem Schreibtisch kann man doch wahrhaftig nichts Amüsantes entdecken. Oder auch, mein Lieber, ich fand dieses Notizbuch. Du bist auch und Meisterin. Ich stellte fest, es ist schon bemerkenswert, wozu eure Schüler fähig sind. Und gleichzeitig auch sehr, sehr lustig. Lustig? Und diese Meinung kann mein sehr verehrter Kollege nicht mitteilen. Mir ist das Karzerbuch. Karzerbuch? Was ist denn das? Ach ja, nur, der Karz ist das Schulgefängnis, ein dunkler, kalter Ort, wo die Zöglinge wieder zur Besinnung kommen sollen. Das war ein Wunder. Die armen Jungen. Ich wusste ja nicht, was gemeint war. Wenn hier steht, er hat dafür eine Stunde bekommen und für eine andere Verfehlung eine weitere Stunde. Das ist ja grausam. Na na, in der Erziehungsfrage möchte ich nicht von dir beraten werden. Ich bin schön ratgeblieben und du bist meine Frau, die sich nicht in meine Angelegenheiten einmischen sollte und auch nicht in meine Schulter lang herumspionieren darf. Du hast ja recht. Dennoch bitte ich dich wahr, hier an dieser Stelle, lies mir die anderen Eintragungen vor. Es ist doch nichts dabei und ich erfahre so wenig von deinem Schulalltag. Okay, du hast geredet. Aber du musst mir versprechen, es nicht dabei rumzuerzählen. Ich lande nur mit nach Hause, um die Eintragung für den letzten Monat noch vorzunehmen. Ich verspreche es. Und Sie, verehrte Zuschauer, verraten auch keine Geheimnisse, oder? Wie und immer. Also dann, aus dem Adressbuch von der
Der Menge Güts blüht sein Lateinlehrer, wenn er etwa drei Viertel, drei bis drei Viertel vier ist. Der Pimbo hat den unordentlichen Platz, sein Schiff lag kreuz und quer auf dem Tisch verstreut. Dafür gleich zwei Stunden alles. Das ist zu hart. Studienrat Schimmer schafft immer so hart. Aber weiter. Der Dienst muss diese Woche insgesamt drei Stunden sitzen. Er ist einfach zu faul. Den Text vergisst er knapp nach 50 Wörtern. Überhaupt, er bewegt sich zu langsam. Güts ist aber böse, sitzt wegen Rauchens auf dem Schulgelände, eine Stunde Fahrzeit. Güts hat die Radtour übertreten. Dafür eine Stunde Rest von Studienrat Schäfer. Dietz soll das Klassenbuch zur Unterrichtsstunde bringen. Er kommt frecherweise ohne das Buch und sagt, entschuldigen Sie, ich habe keine Zeit gefunden. Da schon mehrere Fall hat er bekommt er zwei Stunden Fahrzeit von Studienrat Bartel geschenkt. Du bist zu streng. Das finde ich nicht. Und was soll diese ständige Einwände? Du wolltest, dass ich aus diesem Buch vorlese. Merk dir eins, Erziehung ist ein hartes Geschäft. Soll ich weiterlesen? Ja, ich werde dich nicht mehr verärgern. Okay. Tietz hat selber Einpackung und Klassenbuch vorbringen, weil zuvor war die Lehre auch zu tun. Dafür eine Stunde von Stuttgart möglich. Lübeck und Panik haben keinen Gemeinschaftssinn. Sie fehlten bei der Papiersammlung. Dafür eine Stunde Rest für jeden Fall möglich. Wegen Wuchs bei der Übersetzung aus dem Lateinischen. Eine Stunde fehlt etwa. Der geringe Ziel ist im Unterricht Zucker. Für diese Unwahrscheinlichkeit reicht zwei Stunden Rest. Genug. Ich sehe schon, in deiner Schule, mein Lieber, wird es nie langweilig. Wer je behauptet, dass Schule langweilig sein könnte? Bildung und Erziehung sind kreuzvolle Aufgaben. Und ich bin froh, dass ich daran teilhaben kann. Bravo! Hier erwartet uns nun wieder Möhrig, die erste Schülerin und Schülerin mit einer Freundin. Ida, du bist echt mutig. Wenn das stimmt, dass 30 Jungs in deiner Klasse sind, traust du dich da überhaupt noch in die Schule? Bange machen wird nicht. Ich will unbedingt mehr lernen und das geht nur hier am Franziseum. Ich weiß ja, dass du ziemlich schlau bist. Immerhin bist du bei uns am Lyzeum Klassenbeste. Ach, was soll ich denn nur ohne dich tun? Die hochnäsige Liese wird mir das Leben schwer machen. Du hast mich doch immer in Schutz genommen und verteidigt. Du musst wohl selbst etwas mutiger und streitbarer werden. Ja, du aber auch, zwischen lauter Jungs. Lina Klinter sind eigentlich ganz nett und der Ernst hat mir versprochen, dass er mir morgen die Schule zeigen wird. Ja, aber war da nicht auch ein sehr unfreundlicher Kerl in deiner zukünftigen Klasse? Ach, der gesagt hat, eins musst du wissen, wenn du petzt, kriegst du Klassenkeile. Hast du jemals erlebt, dass ich petze? Nein, natürlich nicht. Aber willst du jetzt eigentlich jeden Tag mit dem Fahrrad von Strasbourg bis nach Zerbst fahren? Selbstverständlich, das macht stark. Lass mich mal überlegen. Dein Abitur müsstest du dann 1931 machen. Das heißt also, dass du 8 Jahre lang immer mit dem Fahrrad zur Schule fahren willst? Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Das folgende Stück, das wir sehen, basiert auf einem Dokument, das der ehemalige Direktor Dr. Franz Münnig über das Schuljahr 1944-45 verfasst. Ach, gründlich. Das Franziseum. Unser gutes altes Franziseum ist verschont geblieben. Die historische Altstadt liegt in Trümmern. Ein Grauen nicht vorstellbar. Überall Feuer, Zerstörung. Das Flammenmeer wütet schauerlich über der Stadt. Dank des Südostwindes ist unser Gebäude verschont geblieben. Die Fenster, Türen und einige Wände sind stark beschädigt, aber sonst... Jetzt könnten wir die Aulabänke wirklich gut gebrauchen, aber sie sind mit der Turnhalle und allem, was darin war, abgebrannt. Wir mussten noch alles in die Turnhalle auslagern. Die Einrichtung des Lazaretts war damals sehr wichtig. Das Inventar musste raus. Ich selbst war doch auch im Lazarett. Ja, ich erinnere mich gut. Ich bekam die Ankündigung, dass wir mit einem Reservelazarett belegt werden, am 28. Januar um 10:30. Schon 2 Stunden später trafen die ersten Verletzten ein. Ich sah Dankbarkeit in den Augen der verwundeten Männer. Endlich zur Ruhe kommen und Hilfe erfahren. Hier. Ich wohne am Markt, in dem Haus ganz rechts. Das ist alles, was ich retten konnte.
Herr Doktor, ich kann nicht mehr. Ich fühle mich auch ganz schwach. Überall der ganze Rauch. Liebe Schwester, wir sind in Sicherheit. Ich bin so froh, dass ich bis hierher geschafft habe. Kommen Sie mit. Ich bringe Sie in Bilder- und Kartenzimmer runter. Es ist zwar klein und dunkel, aber dort können Sie sich ausruhen und zu Kräften kommen. Vielen Dank, dass Sie sich persönlich um uns kümmern. Sie haben sicherlich Wichtigeres zu tun. Ihnen eine sichere Unterkunft zu bieten, ist im Moment das Wichtigste überhaupt. Meine armen Nachbarn, gute Leute, Sie haben es geschafft. Herr Doktor, Sie sind tot. Komm herein, Grundig. Herr Direktor, unten am Tor sind noch etwa 40 Leute, darunter mehrere ältere Ehepaare. Sie fragen immer wieder, wohin und was soll nun werden? Zuerst müssen wir helfen und alles in unserer Macht Stehende tun, um das unfassbare Leid dieser armen Menschen zu lindern. Dann, mein lieber Grundig, ist die verantwortungsbewusste Mitarbeit aller gutgesinnten und aufbauwilligen Menschen nötig, um das Franziseum aus seiner Krise, in die ein 12-jähriges Wahnsinnsregiment hineingeführt hat, wieder zur Höhe wahrhaft menschlicher Ideale und eines tüchtigen, soliden Wissens hinaufzuführen. In der DDR-Zeit wurde unsere Schule erweiterte Oberschule. 1969 erhielt sie den Namen EOS Albert Kunz. Seit 1991 heißt sie wieder Franziseum. Unsere Schuljahr wird in diesem Schuljahr 2016/2017 von 607 Schülern in 26 Klassen besucht. Sie werden von 48 Lehrern unterrichtet. Im Schulhaus in der Jeverschen Straße lernen die Klassen 5 bis 7. Hier im Klostergebäude die Klassen 8 bis 12. Wir sind nun am Ende unseres Rundgangs angekommen.